Ja, Leute, wir wären wieder mal zurück im Spieltag Orbit. Das ist ja doch schon wieder so lange her, dass wir hier nicht mehr gespielt haben. Ne, oh, 3,5 Base, 3,6 Base. Wir jumpen da gleich mal hin. Ja, meine Munition ist auch schon ziemlich niedrig, wie man sieht. Macht aber nichts. Tanzhippo brauche ich jetzt bald wieder. Muss ich mir jetzt auf jeden Fall dann, glaube ich, gleich nochmal erstärken. Aber ansonsten sollte das doch gehen. So, gucken wir mal, was da jetzt geht. So, Speed-Confi. Oh, da unten ist irgendwas jetzt geht. Achso, das können wir vergessen. 3,5. Jetzt bin ich gespannt, welche Base da steht. Ob die offen ist. Ich bin so gespannt, ob die Base offen ist. Bist du deppert? Miau, hat eine Base offen. Das ist einmal was. Na schön, wird's wieder lustig. Alleine? Boah, er flüchtet eh schon, so ein Lappen. Lass mich raten, 3,6 ist. Sind schon wieder viel zu viele und ich bin schon wieder alleine. Wie abhaut, ohne Scheiß. Was ist denn da oben? Ist da irgendwas. Boah, ein Goli. Ein Goli ist da für uns, Leute. Geht mal so richtig ab. Party hart. Kaputt ist er, weg ist er. 4,5, ich brauche noch ein paar Golis auf 4,5 für die Quests. Das brauche ich auch noch. Das brauche ich auch noch. Level up erwartet mich auch bald. Die Mega Happy Horror läuft nach 18 Minuten. Das ist mal wieder gut zu wissen. Weil ich hole mir sicher kein Uri. Ich brauche zwar Uri, aber ich hole mir sicher kein Uri von denen. Sicher nicht ich. Ich schieß lieber Kubis. Das Einzige, was Big Point nur von mir noch bekommt, ist fürs Rabattpaket und fürs Premium was. Aber für Uri kriegen die nichts mehr von mir. So schaut's aus. Harte Ansage, ja? Okay, gucken wir mal, ob da jetzt Bagoliath sind. Oder ob jemand mit mir Hades geht, bald mal macht für die Uber-Sibelone. Da ist nichts, nee. Gleich mal weiter. Gleich mal weiter. Wohin auch immer. Keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall gleich erfahren. Ja, morgen ist Crazy Kubicon. Morgen, also morgen ist dann schon wieder heute. Irgendwann ist Crazy Kubicon, sage ich lieber. Wenn ich irgendwann Crazy Kubicon sage, ist das gleich besser. Für die Beteiligten! Machen wir mal wieder mit Drohnen fliegen. Das lieben die Leute doch so sehr, wenn ich das mache. Habe ich gehört. Oha. Sop. Als ob ich den nicht angreifen kann, ist klar, ne? Backt das wirklich so rum? Aha, ich kann nicht angreifen. Warum? Frechheit. Das kann ich eh angreifen. Na gut zu wissen, dass ich weiß, ich darf den eh angreifen. So Frechheit überhaupt. So, jumpt man da mal durch. Ah, J. Na, hierauf werde ich nicht mehr, lieber 3-3. Ich brauche noch ein paar Leonovs. Gucke ich mir lieber an, dass ich... Als ob die da jetzt alle durchjumpen, oder hat sich der da eingeloggt? SLB immer gut zu bekommen, aber am Flüchten. Ja, deine Slowmine war fehl. Aber was machst du da? Du haust mir auf jeden Fall ab. Nicht sehr nett von dir. Warum müssen wir die auch immer abhauen? Immer wenn ich ein bisschen Spaß haben will,
verschwinden sie alle. Aber gut, wenn mir keinen Spaß gönnt, von mir aus. Dann eben nicht. Wenn mir keinen Spaß gönnt, Pech gehabt. Pech gehabt haben es dann die Leute, wenn sie mir keinen Spaß gönnen. Das kann ich nur so sagen. Pech gehabt. Ach, nichts da, nichts da. Die Leonov war auch nur Glück, die zwei Stück. Das waren zwei verschiedene Spieler. Die einer hat mich dann die ganze Zeit provoziert und wollte sich nicht mehr abschießen lassen, weil er es gewusst hat, ich möchte ihn nochmal abschießen. Referee-Roboter waren auch vorgestern oder so, habe ich aber nur kurz bekommen. Halbe Stunde bin ich zum Schießen gekommen, mehr nicht. Ist nicht der Ernst, dass da nichts los ist. 3-4. Komm schon, irgendwo wird doch noch für mich irgendwo was übrig sein, oder? Was ist denn das rote da unten wieder? Achso. Capture the Beacon ist. Schnell, er braucht Hilfe da unten, vielleicht kann ich mal den holen. Den roten, rot, rot. Wie sieht das aus, bevor er wegspawnt? Ja. Geht sich aus! Ich habe mir die Boje geschnappt. Hätte ich sowieso gleich mal gesagt, spiel ich ein bisschen mit. Du wurdest enttarnt, sehr gut. Ja, ich wurde sowieso nicht mal getarnt, also davon daher. Also ich habe mich nicht mal getarnt, also von daher ist das ja sowas was von wurscht. Aber ich bringe die Boje jetzt mal zurück. Er hat zwar 6 Stück, aber ich bin jetzt da wenigstens einer von der Firma, der überhaupt irgendwas zurückbringt. Ich probiere das jetzt einfach mal. Mal schauen, was man so. Vielleicht kommen mir da irgendwelche Gegner entgegen. Wer sind überhaupt in meiner Freundschaftsliste gerade alle online? Eh keiner, alle offline. Was ist denn da los? Guckt euch die lange Freundschaftsliste an. Keiner da. Fürchterlich. Boosterlauf haben wir noch alle bei mir. Ja, alle wieder am Laufen aus. Ah, Hippen ist ausgelaufen. Das geht nicht. Muss ich dann nochmal gucken, was ich mir ersteigern muss oder mir noch kaufen muss. Ja, jetzt habe ich noch genug EMPs, glaube ich, kaufe ich mir nach. Und gelbe Raketen kaufe ich mir 1000 Stück wieder nach. Das sollte reichen. Für eine kurze Zeit. Ansonsten sollte ich mal wieder Kubikon oder sowas irgendwas schießen gehen, damit wieder ein bisschen Urin in meine Tasche fließt. Viel ist aber jetzt auch nicht los. Wo sind denn die wieder alle? Die sind wahrscheinlich gerade alle Base verteidigen. Die 3-6, aber die Base ist ja... Die vom... Ist jetzt wieder... Okay, das ist mir, oder? Die haben die jetzt erst gerade aufgemacht. Lang wird sie auf jeden Fall nicht stehen bleiben, das kann ich gleich sagen. Ach ja. Gut, auf jeden Fall sehr gut. Meine Text muss ich auch wieder nach. Die Gefechtsroboter sind schon so weit unten. Und mein Schildbackup, alles so leer. Ich brauche wieder mal, ich kann Tarnzip, ich muss wieder steigern. Was geht? Ersteigern, was geht? Das muss ich jetzt mal wieder machen. Ganz viel ersteigern. Oder kommt mal was entgegen? Oder auch nicht. Nur was Gedanntes ist mir entgegengekommen. Greifst du mich noch an? Nee, der verpisst sich natürlich. Ich bring die Bo jetzt noch zurück. Ich schaff das. Ich brauch da keine Hilfe. Nee. Ich brauch da keine Hilfe. Ja, die Masis helfen mir. Die unterstützen mich. Irgendwo ist hier noch ein Feind. Wahrscheinlich jeder andere Rote. Ja. Ich schaff das. Ich bin gleich da. Noch eine Stunde oder so. Dann haben wir's geschafft. Vielleicht auch 2 Stunden, ich weiß nicht. Könnten auch 3 sein. Mach mal 3 Stunden draus, dann sollte das Ganze fertig sein. Ja, ich habe die Boje hergebracht, richtig. Ich habe das ganz allein geschafft. Ich habe aber noch immer die Boje. Aber die fliegen auch immer so langsam. Danke, dass es so rumbackt.
Weil ich da durchjump bist, bin ich hoffentlich wieder schneller. Ja, Bo ist weg, danke. Da ist die Boe nicht mehr, sehr gut. Okay. 2-4. Neues Glück. Warum nicht? Probieren wir es aus, ob dort was ist. Wir werden es gleich erfahren. Noch nicht. Noch ist nichts los. Geht's mir sicher auch noch machen. Das erspare ich euch. Das mache ich lieber dann, wenn es keiner sieht. Ich mich beim Gate-Schießen anstelle. Vor allem Beta dauert wieder so lange. Aber es geht ja schon schneller als früher. Früher hat ja sowas immer ewig gedauert. Vor allem ich habe sowas früher immer gern mit mal 1 geschossen. Das waren noch die Zeiten, ja. Die Gamma-Krisis haben da 3 Stunden gedauert. In der Zeit habe ich meinen ganzen Fluch der Karibik-Film zu Hause auf DVD angeguckt. Das muss man sich da mal geben. Hab ich mir einfach den Fernseher nebenbei aufgestellt und einfach mal geguckt. Ging sich eigentlich gut aus. Sogar noch einen zweiten Film habe ich fast angefangen. Weil Fluch der Karibik war ich eh so ein langer Film gewesen. Das geht dann schon so in 2 Stunden rein. Ein paar Pinkelpausen so nebenbei und dann geht das eigentlich. Kann man nichts dagegen sagen, ganz ehrlich. Genau, was man überhaupt gleich mal sagen, was ich sagen möchte, ja, also beim letzten Mal war ja der Livestream, danke für die Leute, die da waren, ja, das habe ich eigentlich dort auch nochmal gesagt, und danke für das Feedback, was du nebenbei auf, was ihr mir abgeliefert habt, weil das waren ja die ersten Tests auf den Livestream, ich habe zwar gesehen, dass, und von euch dann noch gehört, dass es nicht so gut, gerade perfekt geklappt hat immer, aber ich habe jetzt schon ein bisschen noch getestet und schon wieder ein bisschen was herumgepastelt mit den Einstellungen, also ich hoffe, beim nächsten Mal geht es dann wieder etwas besser. Aber auf jeden Fall mal danke, gell, also für das Feedback, was ich da von euch bekommen habe. Das hilft mir immer ein bisschen weiter, weil ich kann das auch nicht gleich alles auf einmal sehen. Vor allem, wenn ich mir dann sowas auch noch nebenbei anschaue oder so, dann muss man sich darauf einstellen, dass dann vielleicht irgendwas abschmiert, weil ich habe ja da schon ordentlich viele Fenster offen gehabt. Aber was machst du? Darf ich das wissen? Also ein schlaues Kerlchen bist du nicht. Ganz schlaues Kerlchen bist du nicht, sag ich da gleich. Kommst du nochmal? Oha, wenn ich mich so ganz schnell drehe, schaut das so aus, als würden die Drohnen einfach auf meinen Seiten links und rechts so dran geklammert. Mitfliegen, Mann, die Fantasie steigt mir auch schon über den Kopf. Da kommt mir noch was entgegen. Als ob, ich hab das Klick. Ihr habt das gesehen, mein Mauszeiger. Achso, ich hab den Mauszeiger raus. Haha, ihr habt den Mauszeiger gesehen, ich bin so lustig. Da oben ist er schon wieder. Wo ist er denn? Bleib mal lieber stehen, ha? Statt dass man davon fliegst. Strahlenzone tut mir nie. Strahlenzone tut mir weniger weh als dir, gell? Das weißt du schon. Ich halte da doch ein bisschen mehr aus. Ich hoffe, das weiß er auch. Ich hoffe, das weiß er auch. Ja, aber ich glaube, es ist ihm eh bewusst. Muss ihm bewusst sein, dem netten Herrn. Den ich da gerade eine Lektion erteilt habe. Okay, 3-6, mein nächstes Ziel. Gucken mal, wie es der Base da so geht. Ob diese Base dann auch noch stehen bleiben wird, ich habe keine Ahnung. Wir finden es jetzt sowieso gleich wieder raus. Was sich da so tun wird. Was tut sich so in dieser Base, in diesem Universum? Außer, dass DLG schon voll dran hängt. Alle hängen schon ein bisschen an der Base dran. Alle hängen schon ein bisschen an der Base dran. Vor allem an mir hängen die alle immer dran. Wahnsinn, was hier wieder für ein Fight sich geliefert wird. Vor allem die Base, was der Schaden. Hier geht alles auf mich gerade. DLG, hier geht alles. Aber. Entschuldigung. Da stirb ich gerade selber ein bisschen. Wow, hey! Ja, ha? Jetzt ein bisschen verschätzt, was ich noch alles drauf habe. Aber bist du mal so richtig
deppert, was da abgeht. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Deswegen habe ich so viel Radar gemacht. Für dich muss man auf jeden Fall jetzt mal ordentlich mal die Hitpoints hier wieder auffüllen. Sonst geht da nichts. Sonst sind wir da gleich wieder defekt. Ah, was willst denn du, ha? Ach so, ja, du gehörst eh zu Base. Gleich mal weg mit dir. Sind schon wieder hinter mir dran. Ah, oh, Base ist weg. Die Base ist weg. Irgendwas ist noch in. Ach so, Entschuldigung. Na, DLG kann man lassen. Na, DLG, ich will nicht fighten. Willst du fighten? Du willst fighten. Na komm her, ich werde zwar drauf gehen, aber das ist mir jetzt eigentlich ziemlich wurscht. Boah, 3 gegen 1. Nein, ich platze. Nein, nicht einmal. Irgendwas anderes ist geplatzt. Vielleicht noch eine Mine legen. Nein, ich bin vorher geplatzt. Gut. 3 gegen 1 kann man jetzt machen. Ich habe gern geholfen bei dieser Base. Gut, war wieder lustig. War lustig. Beim nächsten Mal gucke ich vielleicht, dass wir noch das Logit angehen. Ja, das möchte ich auch noch fertig machen, wegen dieser Munition. Also Gruppen geht wegen Munition. Wegen dieser Quest. Was mich in mich letzter Zeit immer verplappert. Also ganz ehrlich, tut mir ehrlich leid, aber das kann halt vorkommen. Na, da die Quest möchte ich mal machen mit den Kubikons. Oder wann wieder Crazy Kubikon ist. Ich weiß da schon Bescheid, Mann. 100 Ubermotoren. 100 Ubermotoren, Devolarium. Die geht zwar auch schon in die Quest, aber bist du wahnsinnig, bis man die mal fertig hat. So, fehlt eigentlich nur noch die Base 3-5, ha? Kommt, Jungs, die nehmen wir jetzt auch noch, ha? Wer ist jetzt noch dabei, Alter? Geht aufs Haus, die schenke ich euch. Die geht jetzt aufs Haus, die Base. Die mache ich gerne mit euch. Diese Base, die mache ich gern mit euch. Die geht auf mich. Ganz ehrlich. Die geht auf mich. Das ist ein Geschenk des Hauses. Ich hoffe, ihr greift sie schon an. Wenn nicht, dann... Ganz ehrlich, na, die muss angegriffen werden. Nein, die Base hat schon Schutz. Ach, leck mich doch am Arsch. Als ob zu zweit, als ob der wirklich so viel Schaden daraus hat. Das Meister hat eigentlich die Ehre rausgeschmissen. Ja, der Level 24 genug. Nee. Danke nochmal für diesen Kill hier am Schluss. Egal. Gut, ja, wir hätten es eigentlich geschafft, die Base. Ja, die andere ist nicht kaputt. Die wieder war nicht lange halten. Basen halten sich auf unserem Server Deutschland. Nein, spiele ich nochmal, geil, für die es nicht wissen. Halten sich da nicht gerade lange. Er war auf jeden Fall jetzt labernd nochmal die Base hier zu fetzen, ein paar Gegner zu finden und zu zerstören. Diese Folge endet aber leider auch schon wieder jetzt. Tut mir ehrlich gesagt leid, wir hatten wieder viel zu quatschen. Beim nächsten Mal geht es ja wieder weiter mit einigen anderen Themen. Und vielleicht mal wieder mit ein paar lustigen Leuten. Ihr wisst es ja, ich finde immer irgendwelche lustigen Leute, die hier immer vorbeischauen und ein bisschen Blödsinn labern. Andreas, ich glaube, er war beim Livestream ja dabei. Der Andreas taucht auch wieder hier langsam auf. Also, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Einen Daumen nach oben. Freut mich immer sehr. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und bevor ich jetzt noch hier noch mehr laber und noch schneller überhaupt, haut's einfach rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.